So hätte ich das, glaube ich, gemacht. Sieht aber nicht schlecht aus. Hat was. Und hier hatte ich es, glaube ich, einfach nur verbunden. Weil ich dann hier hinten Blumen hingesetzt hatte. Zur Verschönerung könnte man eventuell jetzt hier jeweils auch so ein Ding hinsetzen. Hier war auf jeden Fall das Weg. Der war mal dreier breit, gell, der Weg. So, dann hier, da. Oh, das wollte ich nicht. Der war falsch. Weg. Weg, weg. Dann hier noch einmal und... Was ist die geht sogar genau auf. Ich habe es gedacht, dass es nicht funktioniert, aber... Hat perfekt funktioniert. Und jetzt da. Jetzt muss ich... Hier habe ich einen vergessen. Also gut, wenn wir uns absichtlich machen, ist es ja nicht vergessen, aber... Ja. Das war falsch. Nee, das war ich nicht. Ist ja alles falsch, so. Hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Hier. Hier dann sowieso. Ja, genau, so ungefähr. Und jetzt gucken wir mal, was kommt mit dem ganzen Kies, den ich habe. Ich glaube jetzt nicht so weit. Es ist doch eine ganze Menge Kies, die wir brauchen werden. So, weg, 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 weg. Wundert mich, dass ich mir noch nicht verbaut habe. Normalerweise haue ich den Kies ja mal irgendwelche... Ja, genau, genau das habe ich gemeint. Warum fange ich überhaupt andere... Ja, siehst du, jetzt habe ich angefangen, darüber zu reden, jetzt hört es gar nicht mehr auf. Es hat sogar gereicht. Eureka, es hat gereicht. Dann mache ich mir jetzt mal einfach mal... 2, 3, 4... 5, 6, 7. Der zieht mir jetzt hier noch einen Weg. Warum nicht? Die beiden kann man ja eventuell... Obwohl ich sie lieber in die andere Richtung hätte, aber egal. Dann könnte man hier eventuell ja... Da hier ja dann eh so eine Wiese hinkommen soll, kann man ja so tun, als wenn das halt ein abgetrennter Bereich ist, die Wiese. Damit halt nicht halt jedes Ding rumrennt. Moment, dann kommt... Ist hier irgendwie eine Fackel noch, egal. Einfach ein bisschen mehr Gebüsch überhin. Genau, da kann man hier durchlaufen. Hier ist halt alles schön und fruchtig und saftig. Hier hinten gibt es dann noch den... die Abtrennung. Damit das ein eigenes Stück Wald ist. So. Auch
hier. Huch! Was ist denn jetzt so? Ist einfach ein Erdblock hinterher gerutscht. Ja, das ist auch schön. Da packe ich aber, glaube ich, lieber noch ein paar Fackeln hin, bevor mir hier irgendwas... Genau, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Und dann packe ich mal... Gut, theoretisch könnte ich ja da oben das grün lassen und dann hier drunter die Fackeln packen. Dann haben wir auch hier eine gewisse Helligkeit. Auch da. Und dann können wir hier nochmal hinmachen. Das ist auf Höhe von denen und das auf... Aua. Oh oh, ganz dumme Idee. Hab ich Pfeile? Nein. Ist der da oben? Wo ist der hin? Hä? Keine Ahnung. Wo... Alter, hat der mich jetzt erschreckt. Also sie oder es oder... Ah! Alter, habe ich mich verjagt jetzt. Na gut. Gut, das ist wieder her. Ach, die Dame ist wahrscheinlich runtergefallen. Na gut, interessiert mich auch nicht. Glowstone brauche ich da. Das sieht ein bisschen komisch aus noch, aber... Das ändert sich dann halt. Wie habe ich den jetzt noch da? Ich habe noch eins, das reicht auf jeden Fall. Da kann ich hier jetzt schon mal weitermachen. Von außen die Verbesserungen kommen dann auch irgendwann, aber das mache ich nicht jetzt. Wir müssen jetzt auch noch darauf vorbereiten, dass wir gegen den River kämpfen und ich glaube, das wird nicht so einfach wie der letzte Kampf, den wir hatten. Gegen den Drake, meine ich. Ah, ich glaube, der River, das wird... aber eine ganze Nummer komplizierter. Ich habe gegen den jetzt auch mal testweise gekämpft. Das war eine Katastrophe. Also ich habe versucht zu besiegen. Den Spaß habe ich mir nicht genommen. Ich habe nur getestet, wie viel Schaden ich ihm ungefähr auf Dauer mache. Und das war nicht sehr befriedigend, also ich habe eine ganze Weile gebraucht, damit er Leben verloren hat. Dann müssen wir immer noch mal ein gründliches Waffen-Upgrade durchführen, bevor wir den besiegen. Überhaupt das mal angreifen. Ob man besiegt, ist die andere Sache. So. Jetzt habe ich da oben was vergessen. Oh. Ich würde am liebsten jetzt sagen, scheiß drauf, aber ich will es jetzt zu Ende bringen. Darum wurde ich jetzt hoch. So. Dann die beiden noch. So. War doch gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir noch die Kiste. Die würde ich gerne hier stehen lassen. Am besten da. Mitten im Weg, warum nicht? Das sieht jetzt auf jeden Fall schon, das sieht wesentlich anschauungswürdig aus, auch wenn kein Holzdach drauf ist, aber das ist vollkommen egal eigentlich. Hier würde ich jetzt gerne noch in die Mitte einen Baum setzen. Und dann hole ich mal das Knochenmehl. Lalala.
Ich hole kurz das Knochenmehl. Knochenmehl. Weg. Dann können jetzt die Blumen mitkommen. Der Kaktus, das kann auch nochmal mit. Kakteen werde ich das mal nicht einpflanzen können. Und Knochenmehl. Oder Knochen, die zu Knochenmehl werden. So. Hier würde ich gerne einen Flieder reinbauen, weil es doch ein bisschen was Imposanteres ist. Und inzwischen eine rote Blume. Das sieht nicht schlecht aus. Und der Rest Rot kann hier mit rein, genau wie der Rest Flieder, der kann auch hier einfach mit reingestellt werden. Dazu noch die, die finde ich ja mega cool, muss ich gestehen. Oh, das Knochenmehl hat gar nicht mal reingepasst, wie es aussieht. Weil ich ja unbedingt den doofen Kürbis mitnehmen musste. Egal. So. Hier sprießt schon wieder alles schön. Das ist auch nicht schlecht. Und bevor wir das Ding hier mal bauen, also das mache ich jetzt nicht vor den 800 Folgen noch. Das war sehr aufwendig. Selbst mit Kreativmodus war das sehr, sehr aufwendig. Setzen wir jetzt hier meinen Spaß wieder ein. Dann tun wir das hier wieder rein. Dann Holzzeugens kommt hier rein. Fackeln kommen hier rein. Und das da. Und das da. Spitzhacken habe ich, genau. Auch das kommt hier rein. Auch Erde brauche ich nicht mehr. Was ich jetzt brauche, ist eine Menge Zeug, was ich verbrennen kann, um durch den Verbrennungsdings viel zu bekommen. Und dann brauche ich noch eine Menge, also ich werde auf jeden Fall mal hier diesen Stein hier brennen. Gehen wir wieder ein bisschen Kohle flöten. So viel Kohle haben wir gar nicht mehr, gell? Das sieht immer mehr aus, aber ist gar nicht so viel. Klack, klack, klack. Klack, klack. Klack, klack. Klack, klack. Jetzt habe ich doch ein bisschen übertrieben. Dann kommt mal die Hälfte wieder raus bei beiden. So. So. Noch ein bisschen Kohle holen. Kohle. Und noch ein bisschen Stein. Stein und Stein. Das sieht auch neckisch aus. Habe ich auch hier drinnen, in der Kopie habe ich hier drinnen so die ganzen Wände nochmal verschönert und alles. Und boah, das war... Also da habe ich echt lange gesessen und rumprobiert und so, da hatte ich auch richtig Lust dazu. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen auf jeden Fall jetzt Level sammeln. Wir brauchen einfach mal mega viele Level. Um uns alles leisten zu können, was wir wollen. Wir wollen... wir wollen auf jeden Fall... Den Dark Repulsor brauchen wir nicht mehr aufbessern, das heißt den Hammer. Da bin ich ganz zufrieden mit, den Dark Repulsor werde ich auch nehmen. Weil es wird schwer, so oder so schwer, wenn wir die Waffen sowieso haben, dann nehme ich den auch. So, den tue ich mir jetzt mal hierher legen, den Dark Repulsor. Zudem nehme ich die Diamantrüstung, die ich jetzt hierher packe, bevor ich sie komplett Schrott mache. Die sieht nämlich auch nicht mehr so frisch aus. So, Dark Repulsor, Diamantrüstung. Zudem nehme ich mir noch die goldenen Äpfel mit.
Und ich nehme mir auch noch kräftigendes Zeug mit. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich Steaks. 5 sollten für so einen Kampf reichen, das ist jetzt kein Problem. Kann ich mir dazu noch vielleicht nochmal so 20 Kartoffeln legen. So, 20 Kartoffeln und 5 Steaks. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Bogen. Und zwar einen guten Bogen. Jetzt muss man gucken, ob ich eventuell irgendwo noch was habe. Nein, hier nicht. Wieso habe ich eigentlich Stein? Achso, das ist von Never, die Steinschwerter. Dann müsste ich mir einen Bogen machen. Das ist ja kein Problem. 1, 2, 3.